So, Bisschen. herzlich willkommen im Namen der Akademie der Ruhr-Universität zu unserer Ringvorlesung Wirtschaft, Arbeit und Leben mit und nach der Corona-Krise. Heute wollen wir uns dem Thema Corona als Trendbeschleunigung für die Digitalisierung der Arbeitswelt widmen mit Professor Dr. Manfred Wannhöfel und Professor Dr. Thomas Heipeter. Ich freue mich ganz besonders, dass Manfred Wannhöfel heute die Vorlesung übernimmt. Er hat nämlich gemeinsam mit der Akademie diese ganze Ringvorlesung konzipiert und initiiert. Und ich arbeite schon sehr lange an der Akademie mit Manfred Wannhöfel zusammen. Von Hause aus ist er Historiker und Sozialwissenschaftler, Lehrender, auch an verschiedenen Lehrstühlen der Ruhr-Universität und Leiter der gemeinsamen Arbeitsstelle RUB und der IG Metall und befasst sich schon seit Jahren mit arbeitswissenschaftlichen Themen, insbesondere der Mitbestimmung, auch der Digitalisierung der Arbeitswelt und wird sich dann ja auch heute diesem Thema widmen in einem sehr spannenden Vortrag und uns helfen, diesen Vortrag einzuordnen und zu kommentieren, wird Professor Dr. Thomas Heipeter von der Universität Duisburg-Essen. Da freuen wir uns, dass er sich hier dazugeschaltet hat. Er leitet die Abteilung Arbeitszeit und Arbeitsorganisation am Institut Arbeit und Qualifikation dort in Duisburg-Essen und befasst sich ebenfalls mit Themen der Digitalisierung der Arbeitswelt, aber auch Schwerpunkten wie Arbeitszeitregulierung oder auch nationale und internationale Mitbestimmungsarbeit und hat auch erst vor kurzem ein passendes Buch rausgebracht zum Thema Arbeitspolitik in digitalen Zeiten. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie er dann die Thesen von Manfred Wannhöfel einordnen wird. Und wir haben dann nachher auch noch Zeit, diese Fragen zu diskutieren. Und Sie bei YouTube sind natürlich herzlich eingeladen, jederzeit im Live-Chat Fragen zu stellen. Diese werden wir moderieren. Wir werden jetzt unsere Vortragenden nicht unterbrechen, aber wir haben im Anschluss auf jeden Fall Zeit, diese Fragen zu diskutieren. Deswegen, Kommentare sind auch sehr willkommen. Es geht natürlich auch um das Thema Homeoffice, was viele von uns am eigenen Leib seit Monaten erfahren. Deswegen glaube ich, dass da viele von Ihnen sicherlich eine Menge zu sagen haben und wir freuen uns über jede Art der Wortmeldung. Und damit würde ich jetzt auch gerne an den Manfred übergeben, der ja auch schon seine Präsentation teilt. Du Ja, hast das Wort. ganz herzlichen Dank, Selina, für die wunderbare Einführung. Herzlichen Dank an Thomas, dass er uns begleitet und an die Unterstützung von Andrea Bianke-Werndt und Frau Stevens von der Akademie. Sie sehen schon am Titel Wirtschaft, Arbeit und Leben mit und nach der Corona-Krise. Das war konzipiert im Frühherbst letzten Jahres. Da hatten wir noch die große Hoffnung, dass wir zum Ende des Wintersemesters auch nach der Corona-Krise stehen würden. Aber wie Sie alle wissen, auch wegen der Mutanten etc., ist erstmal der Lockdown bis zum 7. März verlängert worden. Die Schulen können am 22. Februar aufmachen, aber wir sind halt noch eben mittendrin. Und so ist auch das Thema Corona als Trendbeschleunigung für die Digitalisierung ist eine Momentaufnahme von unglaublich vielen Befragungen und Studien, die fast täglich, also gestern und heute, vom Manager-Magazin etc., von der Zeit etc. rauskommen. Und wir versuchen mal, etwas zu ordnen, diesen Trend, den vielleicht Corona sozusagen beschleunigt oder vielleicht auch neu setzt. Die Vorlesung habe ich in ein paar sozusagen Kapitel geteilt. Zunächst will ich natürlich was nochmal zur gemeinsamen Arbeitsstelle, auch zur Zielsetzung und den leitenden Fragestellungen erzählen, nochmal rekurrieren, was ist eigentlich Digitalisierung, was hat das mit Corona, aber auch vor allen Dingen auf das Konzept der Mitbestimmung eingehen. Wichtig ist aufgrund der vielen Studien, dass wir uns diesem Begriff des Homeoffice etwas nähern und ihn auch versuchen zu dekonstruieren, also mal hinterfragen, was steht eigentlich sozusagen hinter Homeoffice real an. Und dann insbesondere aus dem Blickwinkel von Mitbestimmung und Partizipation Best Practices aus Unternehmen und Verwaltungen Ihnen darzustellen, um dann letztendlich auch Herausforderungen von Regulierung arbeitspolitischer Art vorzustellen, insbesondere auch den Entwurf des Betriebsrätestärkungsgesetzes vom Arbeitsministerium,
vom Dezember 2020. Und dann hoffe ich doch, dass wir erste Antworten auf die leitenden Fragestellungen präsentieren, aber auch vor allem dann diskutieren können. Nochmal was zu Selina, hat es ja schon mal gesagt, ich bin Geschäftsführer der gemeinsamen Arbeitsstelle. Das ist eine ganz traditionelle Einrichtung. Wir sind kein Lehrstuhl, wir sind eine zentrale Einrichtung und wir folgen dem Konzept der Transferforschung mit einem sehr stark transdisziplinären Ansatz. Das heißt, wir machen grundlagenorientierte Anwendungsforschung im Bereich Mitbestimmung und Partizipation auf europäischer Ebene, aber auch sozusagen im Bereich Change Ruhr, im Bereich des Ruhrgebietes. Und vor allen Dingen im Zentrum steht jeweils sozusagen die Rolle der Beschäftigten, Mitbestimmung und Partizipation. Die Ergebnisse der Forschung versuchen wir und in die soziale Praxis anzuwenden. Und da steht im Mittelpunkt die Ausgestaltung in enger Kooperation mit dem Lehrstuhl für Produktionssysteme seit vielen Jahren, seit über 10 Jahren, die Lern- und Forschungsprojekt, wo wir sozusagen Ergebnisse der Digitalisierungsprojekte in Modulen etc., in Möglichkeiten der Lernfabrik integrieren, aber auch sozusagen in Ausbildungs- im Bereich der World Factory Startup Centers. Daraus entwickeln wir zusammen mit der Akademie, Selina hat es angesprochen, Weiterbildungsmodule. Wir haben mit Arbeit und Leben, woran auch Thomas Heipeter beteiligt war, die Mitbestimmungsakademie der Telekom durchgeführt, sozusagen mit einem Zertifikatstudium, was auch in der Akademie der Uni Bochum gelaufen ist. Und wir arbeiten zu New Work und haben Zertifikatstudiengänge für Betriebsrätinnen und Betriebsräte zur digitalen Transformation. Dieses ganze Modell fließt dann wieder in die Lehre ein mit Studierenden, die eben aus diesen Anwendungsbereichen ihr Wissen ziehen. Wir machen dazu interdisziplinäre Lehre, auch mit externen Lehrbeauftragten in der Lernfabrik etc. Günter Schneider von Arbeit und Leben macht mit uns seit Jahren Lehraufträge im Bereich sozusagen der Arbeitsforschung. Und das fließt wiederum rein sozusagen in die Forschungsprojekte. Die empirischen Grundlagen des Vortrages sind vielfältiger Art. Wichtig ist, dass wir insbesondere neben der Durchsicht der aktuellen Forschungen zu Fragen von Corona und Digitalisierung auch Tarifverträge und bestehende Betriebsvereinbarungen durchgearbeitet haben hinsichtlich der Regulierung von orts- und zeitflexiblen Arbeiten. Aber rekurrieren auch auf eigene empirische Forschungsprojekte, die wir zum Beispiel die Befragung von 40.000 Betriebsräten zu deren betrieblichen Herausforderungen und Qualifikationsanforderungen, aber auch die Abschlussarbeiten von Betriebsräten und von Betriebsräten von der Mitbestimmungsakademie und fließen sozusagen als empirische Daten mit ein, weil die sich grundsätzlich oder hauptsächlich sozusagen mit bestehenden Tarifverträgen, aber auch mit Betriebsvereinbarungen zu orts- und flexiblen Arbeiten, mit modernen Kommunikationstools auseinandergesetzt haben. Was sind die leitenden Fragestellungen meiner Vorlesung? Die erste Frage ist, verändert die Corona-Pandemie die Erwerbsarbeit dauerhaft und tiefgreifend? Ist Corona sozusagen ein Gamechanger, wie das Fraunhofer-Institut noch im Herbst durch eine Befragung charakterisiert hatte? Die zweite Frage ist, wie können arbeitspolitische Akteure auf die Gestaltung dieses doppelten Veränderungsprozesses von Corona und Digitalisierung Einfluss nehmen und einwirken? Damit sind so drei Zielsetzungen angesprochen. Einmal eine Einschätzung sozusagen über die Geschwindigkeit der Veränderung durch Digitalisierung und Corona. Also das bezieht sich dann auf die Transformationsdynamik. Dann auch eine Einschätzung zur Rolle der Beschäftigten und ihrer Interessensvertretung im Kontext der aktuellen Transformationsdynamik. Und letztendlich eine Skizzierung einer Gestaltungsperspektive, Kontext Digitalisierung, Corona und Arbeitspolitik, also was zum Transformationshorizont. Ich möchte zunächst nochmal erinnern, seit 2011, Kagermann, Industrie 4.0, Hannover Messe, gibt es eine starke Debatte über Industrie 4.0 und Digitalisierung der Arbeitswelten. Was ist das eigentlich? Und das meint im Prinzip die Erfassung und Vernetzung und Produktion digitaler Informationen und Daten, die informationstechnische Verbindung.
Wir haben selber ein Projekt durchgeführt über ein Kompi, hieß das, eine Kooperation neuer Generationen von Robotern und Maschinen, die miteinander interagieren und in einem gemeinsamen Raum zusammenarbeiten. Letztendlich, und das ist für das heutige Thema besonders wichtig, ist es der Einsatz digitaler Kommunikationsmedien in Arbeit und in Produktion und Verwaltung. Das ermöglicht ortsübergreifenden Informationsaustausch in Echtzeit und damit eben zeitlich flexible Zusammenarbeit über Orts- und Betriebsgrenzen hinweg. Und da kommen wir so langsam in das Thema hinein. Wir hatten schon 2018 in einem Projekt des Forschungsinstituts für gesellschaftliche Weiterentwicklung, das war unter der letzten rot-grünen Regierung finanziert über das Wissenschaftsministerium in Düsseldorf, eine Studie gemacht zur Umsetzung von Industrie 4.0, von Einsatz sozusagen von digitaler Technik und Assistenzsystemen in der Produktion. Und damals konnten wir eigentlich, wir haben einen Index gebildet etc., schon feststellen, dass Industrie 4.0 etc. ein großer Begriff war und das eher inkrementell und sehr branchenabhängig durchgeführt worden ist. Aber Sie sehen insbesondere an dem Wert 5, an dem blauen Balken in der Mitte, dass schon vor 3 Jahren an sich der Einsatz von mobilen Endgeräten in der Produktion, in der Verwaltung eigentlich schon gang und gäbe war. Also die digitale Infrastruktur durch Handys, durch Tablets, durch Laptops etc. war eigentlich in der Produktion, in der Verwaltung schon 2018, als wir die Studie durchgeführt haben, gegeben und damit auch sozusagen die digitale Infrastruktur gegeben für orts- und zeitflexiblen Arbeits. Wenn wir mal jetzt auf die Themen gucken, die wir uns quasi bis Februar 2021, also bis gestern oder bis heute Morgen, habe ich noch von Freunden E-Mails bekommen mit neuen Studien, dann steht an sich im Mittelpunkt der Digitalisierungsschub durch Corona und Arbeitsweltveränderungen. Und Sie sehen darüber auch Homeoffice ist sozusagen ein Begriff, der immer wieder sozusagen sowohl in der Presse, aber auch in Studien genannt worden ist. Auf 2 Sachen werde ich jetzt nicht eingehen, die ich ja besonders wichtig halte. Einmal ist auch immer wieder genannt durch die Veränderung von Arbeiten zu Hause etc. auch die Frage von Retraditionalisierung der Geschlechterverhältnisse von Frau Almendinger vom Wissenschaftszentrum Berlin genannt worden, die ja die These vertritt, dass durch Corona Frauen, die weibliche Beschäftigte, die Jahrzehnte gebraucht haben, um von zu Hause in den öffentlichen Raum getreten sind, jetzt wieder zurückgedrängt werden. Dieses Thema werde ich heute nicht behandeln. Wir hatten versucht, das in die Vorlesung zu integrieren, dieses Thema, aber das werde ich jetzt nicht hauptsächlich behandeln in meiner Vorlesung. Ein anderes Thema, was ich auch sehr spannend fand in der Debatte und was auch eine sehr schöne Überschrift war vor 2, 3 Wochen in der Süddeutschen, ist das Thema des Postkapitalismus, so ein bisschen angelehnt an Colin Crouch, Postdemokratie. Das fand ich ganz pfiffig und wollte es hier nochmal aufnehmen, weil wir auch mit unserem O-Werk direkt vor dem DHL-Verteilzentrum in Bochum liegen. Und ich kann Ihnen sagen, da geht jede 1, 2 Minuten fährt ein LKW rein und raus. Und die DHL-Post hat ein super ökonomisch potentes Jahr abgeschlossen, sodass die Beschäftigten, nicht nur die Beschäftigung ist um 4.000 Menschen gestiegen im letzten Jahr allein in Deutschland, sondern auch 10.000 Befristete sind eingestellt worden um die Weihnachtszeit. Und die aufgrund eben der ökonomischen Performance haben die Beschäftigten es geschafft, eine Lohnerhöhung von über 3% durchzusetzen und einen Bonus für 300 Euro weltweit. Das heißt, die Boni fließen nicht nur an die in Deutschland Beschäftigten, sondern auch nach Mexiko etc. oder nach Thailand, wo eben der Euro mit 300 sozusagen ein Vielfaches von der Kaufkraft hat als hier in der Bundesrepublik. Also diese beiden Themen werde ich nicht weiter behandeln, aber finde ich auch spannend, diese weiter zu verfolgen, insbesondere die Geschlechterdebatte, aber auch sozusagen die Branchen, die insbesondere jetzt im letzten Jahr von diesem digitalen Divide eher profitiert haben. Wir haben eine Untersuchung gemacht während der Zeit der Corona-Pandemie. Wir haben sozusagen 40.000 Betriebsräte gefragt,
Davon haben ungefähr 11% geantwortet. Das lief sozusagen vor und nach Mai bis Juni. Und wir mussten feststellen, dass an sich Corona sozusagen für die Betriebsräte damals auf der betrieblichen Ebene noch gar nicht so ein prägendes Thema war, sondern da spielten an sich auch im Vergleich zu 2016 an sich eher traditionelle Themen sozusagen oder profundere Themen eine Rolle wie der drohende Facharbeiter, Fachkräftemangel aufgrund eben der demografischen Entwicklung, aber insbesondere auch die Nutzung technischer Innovationen, Digitalisierung als betrieblicher Prozesse unter dem Stichwort Industrie 4.0. Und was gegenüber 2016 besonders sozusagen nach vorne gestoßen ist, war aufgrund natürlich auch der Klimadiskussion, die wir hatten, irgendwie Einführung ressourceneffizienter Produktionsverfahren. Das waren an sich diese Top-Themen, sozusagen, mit denen sich beschäftigte Betriebsräte im Mai 2020 auseinandergesetzt hatten. Das spielte in deren Wahrnehmung und in deren Alltagsarbeit Corona und die Auswirkungen noch gar keine Rolle. Die Herausforderung der betrieblichen Regulierung stößt, so ist auch eine These von Sabine Pfeiffer, an sich auf geschwächte Arbeitsbeziehungen in der Bundesrepublik, die sich, ich hätte jetzt auch nochmal andere Charts vom IAB hier präsentieren können, aber hier nochmal ganz deutlich, wenn Sie nochmal auf die roten Kringel gucken, also IAB teilt immer noch nach 30 Jahren immer noch zwischen West- und Ostdeutschland. Das könnte man jetzt auch diskutieren, aber insbesondere oben bezogen sozusagen auf die doppelte Sicherung, die Kernzäune des dualen Systems sind eben in der Privatwirtschaft Westdeutschland nur 24 und in Ostdeutschland nur 14% der Beschäftigten durch Betriebsräte und durch Branchentarifverträge doppelt geschützt. Das ist ein abnehmender Trend, den wir an sich seit den 90er Jahren beobachten. Und kein Tarifvertrag und kein Betriebsrat haben 40, das heißt 60%, nur 60% der Beschäftigten sozusagen arbeiten mit Tarif und Betriebsrat. Das ist eine Tendenz, die eben zu der These führt von Sabine Pfeiffer, dass wir an sich die Herausforderung haben, aber auch sozusagen geschwächte Arbeitsbeziehungen erleben. Dennoch sozusagen auch haben wir gesetzliche Grundlagen. Das ist insbesondere das Betriebsverfassungsgesetz, was jetzt gleich nochmal mit dem Betriebsrätestärkungsgesetz noch etwas intensiver betrachtet wird. Aber das Betriebsverfassungsgesetz gilt auch für Betriebe, da der Betriebsbegriff im Mittelpunkt steht, sozusagen auch für Betriebe, die keinen Betriebsrat haben. Das heißt, ein Betrieb muss 5 Beschäftigte haben, um einen Betriebsrat wählen zu können, eine Beschäftigungsvertretung wählen zu können. Aber das Betriebsverfassungsgesetz findet auch Anwendung in Betriebe, die keinen Betriebsrat haben, die jetzt geschwächt oder alternative Vertretungsstrukturen haben. Das ist ganz wichtig. Also nicht nur da, wo Betriebsräte, manchmal ist das in der Diskussion auch so ein bisschen nicht immer so ganz klar. Man meint, da wo Betriebsrätinnen und Betriebsräte existieren, würde auch nur das Betriebsverfassungsgesetz zur Anwendung kommen. Nein, das ist nicht richtig. Das gilt für alle Betriebe auf dem Gebiet der Bundesrepublik. Und hier ist entscheidend der Betriebsbegriff. Und Sie sehen hier nochmal den Unterschied eben der Mitwirkungsrechte und der Mitbestimmungsrechte der Beschäftigten im Bereich sozusagen der wirtschaftlichen, also wenn es um Investitionen geht etc., verfügen die Beschäftigten und die Betriebsräte in der Regel über Informations- und Anwendungs- und Beratungsrechte, aber insbesondere im Bereich sozusagen personelle und dann insbesondere bei sozialen Angelegenheiten gibt es durchsetzbare, echte Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte, die eben bei der ganzen Frage jetzt von Corona und Digitalisierung von entscheidender Bedeutung sind. Was sind so tangierte Mitbestimmungsrechte sozusagen für unser Thema Digitalisierung der Arbeit und Corona? Das ist insbesondere die Frage sozusagen von Arbeits- und Gesundheitsschutz, von Verhaltens- und Leistungsüberwachung, aber insbesondere auch was die Regulierung der Arbeitszeit betrifft. Die Frage, insbesondere wenn es orts- und betriebsübergreifend geht, die Frage von Betriebsänderung, die Überwachung sozusagen der Einhaltung gesetzlicher Normen und vor allen Dingen die Frage von Qualifizierung, kann kein Unternehmer
in Deutschland, ohne sozusagen sich mit dem Betriebsrat geeinigt haben, Entscheidungen alleine treffen. Das sind sozusagen Mitbestimmungsrechte, die insbesondere bei der Frage der Gestaltung von Arbeit, aber auch Qualifizierung, Arbeitszeit, Leistungsüberwachung von ganz fundamentaler Bedeutung sind. Wenn Unternehmen sich dort nicht daran halten, machen sich sogar strafbar im Kontext des bundesdeutschen Systems der Arbeitsbeziehung. Das ist insbesondere ganz wichtig, weil wir hier in der letzten Zeit eine unglaubliche Flut hatten, sozusagen von Literatur, von Artikeln. Wie schon gesagt, gestern nochmal eine Umfrage vom Manager-Magazin zu dem Begriff des Homeoffice. Und aus unserer Sicht, auch hier Hans-Jürgen Urban von der IG Metall hat in den Blättern für internationale Politik im Februar noch einen Artikel zu diesem Komplex geschrieben, und der meinte, Homeoffice wär wie ein Scheinriese. So näher man sich diesem Begriff sozusagen, oder man, je näher man an den Begriff herankommt und dahinter blickt und ihn dekonstruiert, ist er gar nicht mehr so groß. Und das kann ich nur bestätigen, weil hinter diesem Begriff des Homeoffice, der nicht legal definiert ist im Arbeitsrecht, stecken unheimlich unterschiedliche Konzepte. Und in erster Linie ist das sozusagen aus dem Verlagswesen, aus der frühen Neuzeit kommende Konzept der Heimarbeit. Und das Konzept der Heimarbeit, das kennen wir vielleicht von Näheren, vielleicht auch von historischen Bildern, die wir so im Kopf haben, ist Arbeit zu Hause oder in selbstgewählter Arbeitsstätte. Und der Arbeitgeber stellt Produktionsmittel zur Verfügung und er ist der Verleger eben dieser Produkte. Das kommt das aus dem Verlagssystem. Wenn Sie meinen, das wäre ein altes Konzept, nein, das ist heute sozusagen ein großer Bestandteil von der Schutzmasken, die wir in den Supermärkten und den öffentlichen Verkehrsmitteln tragen müssen, wird heute in Heimarbeit produziert. Und diese Heimarbeit ist geregelt oder reguliert über das Heimarbeitsgesetz, das aus dem Jahre 1911 stammt, das dann in der Nachkriegszeit 1951 angepasst und jetzt nochmal vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie nochmal angepasst wurde. Also Heimarbeit, Arbeiten zu Hause ist ein Konzept, was aus der frühen Neuzeit im Zuge der Industrialisierung nach und nach dann reduziert und dann in die Fabrikorganisation verlagert worden ist, aber heute immer noch existent ist. Und vielleicht auch die Frage an meinen Kommentator, an Thomas nachher, kann man nicht auch den Crowdworker etc. sozusagen unter dieses Konzept der Heimarbeit rubrizieren? Ein weiteres Konzept, was hinter diesem Homeoffice steckt, ist die Telearbeit. Und die Telearbeit, die natürlich im Zusammenhang mit der Digitalisierung in den letzten 10 Jahren eine besondere Bedeutung erlangt hat, ist auch ein Arbeitsplatz zu Hause, aber durch den Arbeitgeber fest eingerichtete Bildschirmarbeitsplätze beinhaltet im privaten Bereich. Und dieser Begriff der Telearbeit ist erst seit 2016 legal definiert und arbeitsrechtlich sozusagen behandelbar. Und von der Telearbeit würde ich noch unterscheiden die mobile Arbeit. Und das ist ein wichtiger Unterschied zur Telearbeit, weil der bezieht sich nicht auf einen festen Arbeitsort, sondern der Arbeitsort ist beliebig wählbar. Weder Sie kennen diese Laptop-Bilder sozusagen am Strand in Thailand und sozusagen New Work, wunderschöne Bilder, aber nicht sozusagen an ein Büro oder an einen häuslichen Arbeitsplatz gebunden. Und das erlaubt den Arbeitgeber eben keinen festen Arbeitsplatz einzurichten. Und dieser Begriff der mobilen Arbeit taucht erstmals legal auf im Dezember 2020, also erst vor kurzem im Betriebsrätestärkungsgesetz von Hubertus Heil aus dem Arbeitsministerium. Also hinter dem populären, ich würde sagen, Homeoffice ist ein populärer Begriff, der nicht legal definiert ist, stecken sehr unterschiedliche Konzepte von Erwerbsarbeitformen, die sehr wohl reguliert sind und gesetzlich abgesichert sind. Ganz überraschend, das nochmal vielleicht zu sagen, nochmal den Unterschied festzumachen, das Arbeitsschutzgesetz gilt sozusagen für Telearbeit und mobile Arbeit, das Arbeitsgesetz auch, aber die Arbeitsstättenverordnung gilt nur für den festen Arbeitsplatz zu Hause, der eben
verpflichtend den Arbeitgeber für die Büroausstattung und für die IT-Ausstattung verantwortlich macht. Das unterscheidet sozusagen die Telearbeit von der mobilen Arbeit. Auch für die nächste, für die spätere Diskussion ganz wichtige gesetzliche Normen, die sozusagen darunter liegen, auf die man die Mann und Frau zurückziehen kann, sich zurückziehen kann, für die Regulierung eben dieser sogenannten gar nicht so neuen Arbeitsformen, wie ich gerade versucht habe zu erklären. Ganz überraschend ist, jetzt nochmal zu dem Scheinriesen von Hans-Jürgen Urban. Ich fand dieses Bild an sich ganz schön von Michael Ende, dass auch die IG Metall sozusagen in eine Beschäftigungsbefragung durchgeführt hat zu Fragen von Corona und wohl diese Organisation sehr stark sozusagen auf tarifvertragliche Regulierung und auch auf Betriebsvereinbarungen zurückgreifen kann. Kommt dieser Begriff des Homeoffice auch hier, sozusagen dieser populäre Begriff, setzt sich eigentlich hier auch durch? Man differenziert eigentlich nicht jetzt mehr in den mir vorliegenden Untersuchungen. Man spricht generell jetzt von Homeoffice, ohne diese Differenzierung durchzuhalten. Und man sieht hier, wenn man diese Beschäftigungsbefragung der bei 2 Millionen Mitgliedern hier mal sich ansieht, dass eben die Frage des Arbeitens von zu Hause natürlich in sehr unterschiedlichen Branchen sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Natürlich IT-Kommunikation ist eher mit über 90% sozusagen verwirklicht. Das bezieht sich auf September bis November letzten Jahres, diese Umfrage, und natürlich in der Produktion. Sie kennen ja vielleicht auch Arbeitgeber, Aussagen im sozusagen zu Hause kann man nicht schweißen, in der Produktion, Fertigung und Montage mit 11% an sich weniger ausgeprägt. Also im Zentrum steht dann schon die Telearbeit, steht schon sozusagen IT-Kompetenzen, Menschen, die am Computer sitzen und damit eben nicht unter das Homeoffice fallen, sondern an sich unter diesen klassischen oder legal definierten Begriff der Telearbeit. Wenn man jetzt die Untersuchung von Fraunhofer nochmal hinzuzieht, die sprechen dann auch nur noch von Homeoffice, meinen sozusagen die befragten 500 Manager, dass die technischen Voraussetzungen eigentlich gegeben waren, VPN-Zugänge für die Telearbeit zu Hause. Aber wenn Sie jetzt mal unten runter gucken, dass an sich Regelungen sozusagen also Betriebsvereinbarungen etc., Regelungen fürs Homeoffice an sich wesentlich weniger vorhanden waren. Das überrascht nicht, weil Homeoffice bislang sozusagen als wenig legal definierter Begriff kaum sozusagen Anwendung findet in Betriebsvereinbarungen. Das führt dann auch sozusagen zu der letzten Folie vom Fraunhofer Institut IAO Stuttgart, dass auch aus der Sicht der, das kennen wir auch in der Diskussion, dass aus der Sicht sozusagen der Manager etc. Es fehlt an sich sozusagen, Defizite existieren im Bereich sozusagen Strategien zur Entwicklung dieser Entgrenzungsentscheidungen adäquat zu begegnen. Ich werde nicht vergessen, dass Ingo Zamperoni von Tagesthemen mal ein wunderschönes Bild zu Beginn der Pandemie mal brachte und meinte, Homeschooling und Homeoffice wäre wie Zähneputzen mit Nutella. Das hatte so ein bisschen diesen Stress, fand ich ein sehr schönes Bild, also welchen Herausforderungen jetzt steht. Und vor allen Dingen, insbesondere was die Belastung anbetrifft, es fehlt sozusagen eine Strategie auf die gesundheitlichen Folgen. Wir wissen ja noch nicht, welche gesundheitlichen Folgen eigentlich aufgrund eben der Vielfachbelastung existiert, dass eben dort bislang an sich Strategien aufgrund der Herausforderung bislang sogar aus der Sicht des Managements hier eingefangen von Fraunhofer im letzten Jahr fühlte. Das haben wir jetzt nochmal selber zusammengebastelt, sozusagen aus unterschiedlichen Studien, insbesondere von der Hans-Wöckler-Stiftung, hatten wir sozusagen im ersten Lockdown im April die Entwicklung, dass in Anführungsstrichen Homeoffice auf einmal sozusagen zu einem populären Modell der Form wurde der Erwerbsarbeit, indem wir halt 27% über alle Beschäftigten im Homeoffice arbeiteten. In Anführungsstrichen Homeoffice,
Und dann doch ganz überraschend, wo dann einige meinten, das wäre jetzt sozusagen die Zukunftsform, eine Form, die sich möglicherweise jetzt durchgängig durchsetzen würde, dann doch festgestellt worden ist, bis im November von der Frau Kohlrasch vom BSI, der Hans-Böckler-Stiftung, dass das wieder deutlich runtergegangen ist, also von 27 auf 14%. Und dann es Studien gab von Instituten des vom IAB etc., vom Bonin, unterschiedliche Schätzungen, dass eben aufgrund eben der infrastrukturellen, sie erinnern sich an die Grafik, die ich hatte, dass an sich die infrastrukturellen Laptop etc. Gegeben waren, an sich es eben deutlich mehr Möglichkeiten gibt, Homeoffice durchzusetzen. Aber wir hatten eine durchgängige Tendenz bis Dezember letzten Jahres, dass eben der Anteil der zu Hause arbeiten wieder zurückgegangen ist. Und das entspricht auch sozusagen den Gesprächen, die wir mit Betriebsräten und Betriebsrätinnen geführt haben. Also kein durchgängiger, sondern sozusagen es bedurfte sozusagen des Corona-Gipfels vom 19. Januar 2021 der Bundesregierung, die eben den Beschluss fasste, dass Unternehmen aufgefordert werden, unter Strafe den Beschäftigten das Arbeiten dem Homeoffice zu ermöglichen, eben aufgrund eben der Pandemiegefahr. Also alleine wäre dann sozusagen auch die Entwicklung im Januar nicht wieder hochgegangen und es bedurfte eben sozusagen des Beschluss des Corona-Gipfels am 19. Januar für eine neue, erneute Entwicklung in diese Richtung. Ich hatte ja gesagt, Scheinriese Homeoffice. Im Gegensatz zum Homeoffice gibt es eben für die mobile und die Telearbeit ein Fundus von Tarifverträgen und von Betriebsvereinbarungen, insbesondere in dem Archiv für Betriebs- und Dienstvereinbarungen der Hans-Böckler-Stiftung. Die Frau Mierich, die ich dort unten aufgeführt hat, und Amelie haben im letzten Jahr im August und noch im November Studien verfasst, sozusagen über die Analyse der bestehenden Betriebsvereinbarungen zu arbeiten, von zu Hause, mobil oder Tele. Und im Zentrum steht der Begriff des orts- und flexiblen Arbeitens. Und das finde ich an sich einen adäquaten Begriff, um die Dimensionen der Veränderung nochmal darzustellen. Da geht es eigentlich in der Betriebsvereinbarung, geht es eigentlich um die Voraussetzung des Arbeitens von zu Hause oder des mobilen Arbeitens hinsichtlich sachlicher, persönlicher und räumlicher Kriterien, insbesondere in Richtung Freiwilligkeit, aber auch natürlich der Frage sozusagen der Selbstorganisation. Im Bereich sozusagen der Selbstorganisation der Arbeit halt außerhalb betrieblicher Zusammenhänge, was ja eine Herausforderung ist. Bezogen sozusagen auf die Organisation bedarf es eben dafür halt auch Qualifizierung. Also nicht jeder sozusagen, der über Jahrzehnte in Hierarchie gearbeitet hat, ist in der Lage, sich unmittelbar selbst zu organisieren. Es bedarf sozusagen hier auch einer Qualifizierung, aber auch natürlich die Frage der Ausstattung ist im Zentrum der Betriebsvereinbarung und natürlich Arbeits- und Gesundheitsschutz, Arbeitsschutzgesetz, die Notwendigkeit, dass der Arbeitgeber, das Management eben sich klar macht, dass auch das Arbeiten außerhalb betrieblicher Zusammenhänge, also orts- oder betriebsübergreifend, auch dem Arbeitsschutzgesetz unterliegt und damit auch ganz bestimmte harte Kriterien erfüllt sein müssen, um das Arbeit nicht krank macht. Und natürlich, dass die Regulierung sozusagen der Arbeitszeit hinsichtlich sozusagen auch der Frage sozusagen der Zeiterfassung und natürlich jetzt in Kombination mit der Selbstorganisation, wie schaffen es Menschen, die vielleicht jahrelang halt eben in betrieblichen Zusammenhängen gearbeitet haben, ihre Zeit so einzuteilen, dass sie nicht über sozusagen die gesetzlichen Arbeitszeiten hinaus, weil sie vielleicht intrinsisch auch ein Problem lösen müssen, halt weiterarbeiten. Das führt diese Betriebsvereinbarungen führen sozusagen hier auch zu Tarifverträgen, insbesondere in den Treiberorganisationen, Treiberunternehmen, die Tarifverträge zu fragen sozusagen von Telearbeit, hätte ja gesagt, legal definiert seit 2016 abgeschlossen haben.
Und hier auch nochmal ganz wichtig bei Telearbeit, eben die kostenlose Bereitstellung der Arbeitsmittel. Wichtig ist auch hier sozusagen die Frage der Leistungs- und Verhaltenskontrolle, also 87.1.6 Betriebsverfassungsgesetz, die durchaus gegeben ist, aber der Betriebsrat halt bei der Analyse der Daten etc. 100%iges Mitbestimmungsrecht hat. Wenn die Arbeitsmittel von Unternehmen gestellt werden, hat auch grundsätzlich sozusagen der Arbeitgeber sozusagen das Recht sozusagen der Gewährleistung eines Zugangs zur häuslichen Arbeitsstätte. Das heißt, wegen der Fremdnutzung, also der kann jetzt nicht jeden Tag ohne Klingeln bei Ihnen vor der Haustür stehen, aber letztendlich regelt der Tarifvertrag Modi, also wie sozusagen diese Kontrolle möglich ist. Heute Morgen war noch in der Süddeutschen Zeitung ein Kommentar zum also ein kritischer oder auch vielleicht ein trauriger Kommentar zur Entwicklung sozusagen der gewerkschaftlichen Mitgliedschaft, nachdem Rainer Hoffmann, glaube ich, gestern oder vorgestern die abnehmende Mitgliederzahlen 5,8 Millionen in den Gewerkschaften dargestellt hat. Hier ist geregelt, sozusagen insbesondere wenn Menschen nicht mehr an einem Ort zusammenarbeiten, die Kooperation, die Solidarität, der Zusammenhang nicht mehr sozusagen über die Infrastruktur hergestellt wird, dass eben hier die Gewerkschaft, in dem Fall ist es Verdi, bei der IKT-Branche, dass Verdi die Chance hat und die Möglichkeit hat, seine Informationen, seine programmatischen Positionen in das Intranet des Unternehmens einzuspeisen. Und das kenne ich jetzt nicht von einem anderen Unternehmen in dieser Form, dass eben eine Gewerkschaft von außen sozusagen ohne Kontrolle durch das Management Informationen in das Intranet einspielen kann und damit auch sozusagen Informationen gibt, sich über andere Positionen als die des Managements innerhalb des Intranets auseinanderzusetzen. Das ist mal so ein Tarifvertrag, der Telearbeit grundsätzlich regelt und der eben die Grundlage bietet oder hat die Grundlage geboten für die Formulierung einer Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten, die eben auf dieser Grundlage dieses Tarifvertrages ausformuliert worden ist im Bereich Service der IKT-Branche. Und da möchte ich einfach nur also auf zwei Sachen eingehen, insbesondere über sozusagen das, ich hatte ja gesagt, das Problem für viele Beschäftigte, das kennen Sie auch, wenn Sie zu Hause arbeiten und Telearbeitsplatz haben, das ist die Bereitstellung von Instrumenten für die Kollaboration zwischen Teammitgliedern. Also wenn ich keine Kollegin mehr habe oder keinen Kollegen mehr habe, dass ich sozusagen Instrumente habe, um die Kollaboration zu fördern, also nicht die Isolation voranzutreiben, ist hier niedergelegt in der Betriebsvereinbarung. Und vor allen Dingen, das kennen wir sozusagen aus der ganzen Reorganisationsdebatte, dass ein paritätisch besetztes Kulturteam, wie es dort heißt, auf der Ebene des Gesamtbetriebsrats gegründet worden ist, die eine vierteljährliche Überprüfung über des Entwicklungsfortschritts dort analysieren und damit auch sozusagen Themen wie Belastung, wie Entgrenzung, wie Kommunikation dort sozusagen auf den Tisch bringen und über mögliche Lösungen dieser Probleme diskutieren. Paritätisch heißt in dem Sinne, dass Management und Betriebsräte hier 50-50, also zu gleichen Teilen halt zusammenkommen und zu einem gemeinsamen Ergebnis ihrer Diskussion letztendlich führen. Die Beteiligungsrechte des Betriebsrats gemäß Betriebsverfassungsgesetz sind sozusagen der Kern eben dieser Betriebsvereinbarung auf der Ebene des Gesamtbetriebsrats eines großen deutschen Unternehmens, welches ich sozusagen als Treiber der Digitalisierung begreife. Ein anderes Beispiel zu sagen, das wir auch aus dem Archiv der Hans-Böckler-Stiftung aus der Chemiebranche mal gezeigt haben, ist, dass sich die Beschäftigtenvertretungen sich proaktiv auf die Digitalisierung der Arbeit vorbereiten und eben mobiles Arbeiten oder wie auch immer
die Telearbeit eben nur ein Baustein ist, sozusagen für die Veränderungsdynamik, die wir gerade haben. Und den Mittelpunkt oder das Fundament, letztendlich, wenn man den Eisberg nimmt, das man nicht sieht, ist halt sind die Mitbestimmungsrechte der betrieblichen Interessensvertretung, die eben dazu führen, dass die Beschäftigtenvertreter sich qualifizieren, insbesondere auch in der durch Betriebsratsmanagement Ausbildung an der Universität Bochum, sich dazu eben positionieren und Ausschüsse bilden zu Fragen des Datenschutz, Arbeitsschutz und Medizin. Und das ist wichtig. So Homeoffice oder mobiles Arbeiten ist jetzt kein neues Phänomen, sondern ist ein Teil sozusagen einer Gesamtveränderung, auf die sich die Beschäftigten auftreten. Und es liest sich immer sehr schön, der Mensch im Mittelpunkt soll eben heißen, dass insbesondere hier die Fragen sozusagen von Qualifizierung, von Beschäftigtenpartizipation Berücksichtigung finden. Also ein kleiner Bestandteil eines Hauses sozusagen, der Arbeitswelten, die sich rundum um der Dynamik der Veränderung durch die Digitalisierung beschäftigt. Jetzt komme ich mal zu einer Universität. Wir arbeiten ja in einer Universität und wir arbeiten auch jetzt seit fast einem Jahr zu Hause. Auch die Universität verfügt sozusagen mittlerweile seit 2013 über eine Dienstvereinbarung zu alternativen Telearbeit. Und hier ist auch ganz wichtig, dass für die Beschäftigten der Universität, einer bedeutsamen Universität, die Möglichkeit besteht, sozusagen, dass hier die Beschäftigten sozusagen einerseits den Informationsanschluss zu Hause sozusagen gewährleisten, aber das Personalmanagement etc., die Dienststelle entsprechend die geeignete IT-Ausstattung von der Dienststelle gestellt wird. Was besonders wichtig ist in diesem Kontext, ist natürlich die freiwillige Basis, aber auch sozusagen die Kosten, die die Beschäftigten haben, sozusagen jetzt durch bezogen sozusagen auf Internet und den Zugangskosten für den Informationsanschluss, können sozusagen vom Arbeitgeber übernommen werden. Das ist sozusagen Bestandteil dieser Dienstvereinbarung. Und wenn Sie nochmal auf die rechte Seite gucken, ganz ausgeschlossen in der von 2013, dass keine maschinelle Leistungs- oder Verhaltenskontrolle der Beschäftigten möglich ist. Aber hier, wie schon gesagt, Arbeiten von zu Hause, keine Neuigkeit, sondern seit 8 Jahren reguliert sozusagen auf der Grundlage von § 72 des Landespersonalvertretungsgesetzes mit Mitbestimmungsmöglichkeiten des Personalrats. Und das ist eine ganz wichtige Flankierung, ein ganz wichtiger Rahmen, um halt die Neuausgestaltung halt weiterer Formen sozusagen von Telearbeit oder mobile Arbeit anzugehen. Ich möchte nochmal vielleicht zusammenfassend sagen, also was so in diesem Bereich ortszeitflexiblen Arbeitens eigentlich bislang gut reguliert oder thematisiert ist, ist die Frage der technischen Arbeitsplatzausstattung und auch jetzt gerade am Beispiel der Dienstvereinbarung der Universität nochmal angesprochen, die Verteilung der Kosten. Ganz wichtig ist die sozusagen Grundlage Arbeitsschutzgesetz, Arbeitszeitgesetz. Reguliert ist Arbeits- und Gesundheitsschutz mit allen Fragen sozusagen der Analyse, insbesondere auch der sozusagen psychischen und physischen Belastungselemente, Arbeitszeitregelung, dann Qualifizierung der Beschäftigten in Selbstorganisation und Selbstmanagement, hatte ich gerade angesprochen bei der Chemiebranche, weil wir nicht davon ausgehen können, dass Menschen, die Jahrzehnte in hierarchischen Bereichen gearbeitet haben, dann orts- oder betriebsübergreifend sich sofort ohne Qualifizierung selbst managen können. Insbesondere Qualifizierung des Betriebsrates angesprochen und bei der einen oder anderen sehr deutlich dann halt auch die Frage, wie bei dem Beispiel halt des Tarifvertrags Telearbeit in der IKT-Branche, die Ermittlung von Leistungsdaten, Split zwischen Home, zwischen Zuhause und Office. Was auf der rechten Seite, was Sie jetzt sehen, sind so vorbereitend auf die nächste Folie,
bezüglich des Entwurfs des Betriebsrätestärkungsgesetzes, der neue Paragraph 87.1.14, ist das, was ich noch nicht gesehen habe, was aber jetzt für die zukünftige Entwicklung schon von besonderer Bedeutung ist, ist der Einsatz von Keylogger Software, wenn Sie in einem Telearbeitsplatz sitzen, also die Überwachung der Leistung über Tastaturanschläge. Die Überwachung von der Login-Daten ist ein wichtiges Thema, was aufgeploppt worden ist. Auswertung des Browserverlaufs ist ein wichtiges Thema, aber ich hatte gerade das Hauptseminar kurz vor der Vorlesung über KI und Arbeitsforschung. Letzte Woche hatten wir einen Betriebsrat, der zuständig war für die von der IKT-Branche zu Gast, und der erzählte nochmal, dass ein wichtiges Auseinandersetzungsthema ist die Echtzeitüberwachung von Webcam-Aufnahmen. Wir kennen das selber aus vielen Seminaren, dass Studierende oder auch sozusagen ihre Kamera ausschalten, um möglicherweise einen besseren Internetzugang zu haben, weil die Kapazität der WLAN-Leitung nicht ausreicht. Aber die Frage der Echtzeitüberwachung von Webcam-Aufnahmen wird ein wichtiges Thema sein bezüglich der Frage sozusagen der Anwesenheit. Und natürlich letztendlich die Nutzung sozusagen der E-Mail im privaten Bereich, also Einblick in das E-Mail-Postfach wird auch ein Thema sein, was zukünftig auch sozusagen zu regulieren ist in Betriebsvereinbarung. Sie haben es mitbekommen, wir haben im Dezember im Zuge sozusagen dieser Debatte über New Work Normal eine Initiative des Bundesarbeitsministers Hubertus Heil, des Hauses des Arbeitsministeriums, dann in einem Referentenentwurf gehabt vom Dezember 2020, dass dieser Herausforderung, Sie kennen das Betriebsverfassungsgesetz 51, 71, 2001, vollzieht immer Entwicklung auf der betrieblichen Ebene nach und versucht sie dann zu regulieren. Ich möchte insbesondere für das Thema heute ansprechen, sozusagen das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats bei der inhaltlichen Ausgestaltung der mobilen Arbeit durch 87.1.14 als neu eingeführter Paragraph in das Betriebsstärkungsgesetz ist wichtig. Die Arbeitgeber sprechen vom frühen Weihnachtsgeschenk des Arbeitsministers an die an die Beschäftigten. Die Gewerkschaften kritisieren diesen Passus, diesen neuen Paragraphen 87.1.14 als nicht ausreichend, weil es kein Mitbestimmungsrecht gibt bei der Einführung von mobiler Arbeit, sondern nur bei der inhaltlichen Ausgestaltung. Ich denke, es geht in die richtige Richtung, weil eben viele Bereiche, die ich gerade angesprochen habe, eben in den Betriebsvereinbarungen, die ich jetzt nochmal durchgesehen habe in den letzten Wochen für die heutige Vorlesung, eben noch nicht berücksichtigt worden sind, und insbesondere dieser 87.1.14 wird wichtig für die zukünftige Ausgestaltung von New Work Normal, wie wir in Diskussionen heute auch im Seminar heute Nachmittag hatten, als uns jemand vom Bundesarbeitsministerium das Observatorium KI vorgestellt hat. Und insbesondere natürlich die Ausweitung der Beratungsrechte des Betriebsrates hinsichtlich sozusagen, dass die Technologie, die jetzt an sich dabei ist, an Dominanz zu gewinnen, nämlich künstliche Intelligenz. Also der Gesetzgeber hat reagiert, und deshalb ist mobile Arbeit sozusagen seit Dezember 2020 eben ein legal definierter oder Begriff, der jetzt sozusagen in Gesetzestexten auftaucht. Ich möchte zum Schluss nochmal sozusagen auf die Forschungsfragen zurückkommen. Die Frage ist, verändert Corona sozusagen Formen der Erwerbsarbeit dauerhaft und tiefgreifend? Corona als Game Changer, wie es das Fraunhofer-Institut noch im Herbst 2020 charakterisierte. Also die Frage nach der Transformationsdynamik. Und unser Eindruck und auch des Teams ist, dass an sich unser Teams
dass Corona sozusagen auf einen bereits sehr dynamischen Strukturwandel des Arbeitsmarktes und der Erwerbsarbeit trifft. Wir kennen seit Mitte der 80er Jahre Mückenberger Abschied des Normalarbeitsverhältnisses, eine Entgrenzung-Tendenz zwischen Organisation, also Regulierung im Betrieb und marktlicher Regulierung von Arbeit mit der Durchsetzung von hybriden Beschäftigungsformen bis hin zu Solo-Selbstständigen jetzt aktuell in den letzten Jahren in der Plattformökonomie. Und in diesem Sinne, aus der Interpretation unserer empirischen Grundlagen, ist Corona kein Gamechanger, sondern forciert an sich den Trend der Hybridisierung, also der Verschiedenheit von Arbeitsformen, die jetzt heute im Seminar mal unter New Work Normal, habe ich gerade nochmal eingeführt als New Work Normal. New Work geht ja auf Friedhof Bergmann zurück, 1974 auch so eher programmatisch und wenig empirisch gefestigt, aber New Work Normal ist heute sozusagen ein Begriff, der sozusagen, wo New Work sozusagen normale Tendenz aufweist. Also eher sozusagen ein Trend, der forciert wird, als eben ein Game Changer. Die zweite Frage, können arbeitspolitische Akteure diesen Gestalt, diesen Prozess, diesen Veränderungsprozess politisch, also arbeitspolitisch gestalten, Einfluss nehmen etc., also die Transformationsverordnung und auch den Horizont dieser Entwicklung und sowohl Digitalisierung der Arbeit als auch Corona. Wir interpretieren den sozusagen als eher inkrementellen Prozess, der sich branchenspezifisch, unternehmensspezifisch sehr unterschiedlich umsetzt. Das fußt insbesondere auf Forschung hier vom Kollegen Hirsch-Greinsen aus Dorp und Ittermann, die sich seit Jahren mit der Frage der Gestaltung von Digitalisierung der Arbeit auseinandergesetzt haben. Da würde ich mich auch gerne anschließen, also inkrementell und fahrtabhängig. Fahrtabhängig meint auch, dass eben jedes Unternehmen sozusagen über ein Wissen und eine Erfahrung ist, verfügt über die Reorganisation ihrer Prozesse. Wir verfügen über einen Fundus von Tarifverträgen und von Betriebsvereinbarungen zu orts- und flexiblen Arbeitens. Das ist insbesondere das Archiv für Betriebs- und Dienstvereinbarung bei der Hans-Böckler-Stiftung, die jetzt auch immer die Grundlage nochmal war für diesen Vortrag. Also es ist sozusagen nichts Neues, sondern es ist ein Trend. Wir haben Regelungen, auf die wir zurückgreifen können, von denen wir lernen können, was gut gelaufen ist, was vielleicht noch fehlt. Aber wir stehen dann jetzt nicht sozusagen mit dem Begriff Homeoffice vor was völlig Neuem zwischen Home und Office oder was. Nein, sondern es ist aus unserer Sicht eher ein populärer Begriff, der überhaupt nicht legal definiert ist. Und in dem Sinne war eine Dekonstruktion notwendig zwischen Heimarbeit, Telearbeit und mobile Arbeit. Und da gehe ich gerne auf einen Aufsatz von Sabine Pfeiffer von 2019 zurück. Sie sagt, what you deconstruct is what you co-determine. Das heißt also, das erst, was Sie dekonstruieren, was Sie verstehen, letztendlich in seinen Einzelheiten, das können Sie dann mitbestimmen. Wenn Sie nur Homeoffice denken, so ähnlich wie diese Umfragen jetzt vom Fraunhofer etc., dann treffen Sie auf einmal auf das Ergebnis, es gibt gar keine Betriebs- oder ganz wenig Betriebsvereinbarung. Nein, wenn Sie das dekonstruieren, treffen Sie eben auf viele Regulierungen aus diesem Bereich von orts- und zeitflexiblen Arbeitens. Und aus unserer Sicht, dieser doppelte Veränderungsprozess von Digitalisierung und Corona kann eben durch qualifizierte Personalrätinnen und Personalräte, durch Betriebsrätinnen und Betriebsräte, durch Arbeitspolitik proaktiv gestaltet werden. Und da setze ich auch an Projekten, die Thomas Heipeter in den letzten Jahren mit Arbeit 2020 begleitet hat und dort eben auch das Konzept der Zukunftsvereinbarung mitentwickelt hat, das eben so ähnlich wie bei dem Branchenbeispiel aus der Chemieindustrie Zukunftsvereinbarungen zwischen Management, Betriebsräten, wenn es möglich ist, auch der tarifvertraglichen Ebene mit Gewerkschaften abgeschlossen werden, die halt diesen Prozess des New Work Normal in den nächsten Jahren begleiten können, eben durch qualifizierte Betriebsrätinnen, Personalrätinnen und Betriebsräte. Ja, ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit im Netz. Wir haben 18:55 Uhr. Sie sehen nochmal sozusagen unser neues O-Werk, früher Opel-Verwaltung.
in dem die gemeinsame Arbeitsstelle jetzt untergebracht ist mit der Akademie und wo auch diese Idee dieser gemeinsamen Ringvorlesung auch entwickelt worden ist. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte so ein paar Begrifflichkeiten hinter dem Homeoffice nochmal etwas klären und freue mich jetzt zunächst auf den Kommentar von Thomas und dann auf Ihre Fragen und weiteren Kommentare. Herzlichen Dank. Ja, danke schön, Manfred. Ich sehe schon, du hast schon deinen Bildschirm, die Teilung zurückgenommen. Dann kann der Thomas direkt daran anschließen, wenn er möchte, und seinen Bildschirm teilen. Ja, also es scheint zu funktionieren. Genau, ist es so sichtbar? Super, Thomas. Mhm. Wunderbar, ich danke. Ja, herzlichen Dank zunächst nochmal für die Einladung, an dieser wunderbaren Ringvorlesung teilnehmen zu können. An die Akademie mein Dank und an Manfred Wannöffel, der mich gefragt hat. Ich mache das gerne. Was ich machen möchte, ist eigentlich weniger ein Kommentar als eine Ergänzung. Und ich möchte sozusagen auf den letzten Aspekt, den der Manfred Wannöffel angesprochen hat, nochmal etwas eingehen, nämlich die Rolle der Arbeitspolitik, was Arbeitspolitik ist, vor welchen Herausforderungen sie steht mit der Digitalisierung, in der Digitalisierung und was aus meiner Sicht da zu tun ist. Und also ich werde jetzt weniger auf Corona eingehen, weil ich da auch die Einschätzung von Manfred Wannöffel teile, dass es sich hier nicht um einen Game Changer handelt, sondern tatsächlich um eine Entwicklung, die Trends, die es vorher schon gab, in gewisser Hinsicht forciert, aber keine grundsätzlich neuen bisher gelegt hat. Ja, Digitalisierung und Arbeitspolitik habe ich meine kleine Einlassung überschrieben. Und wenn man von Digitalisierung spricht, der Manfred Wannöffel hat ja das Szenario eigentlich auch wunderbar aufgemacht. Bisher stand das vor allem unter drei großen Überschriften. Man könnte natürlich Homeoffice als Überschrift noch mit dazu nehmen. Industrie 4.0, das kennen wahrscheinlich viele. Also diese Idee cyberphysischer Systeme und der digitalen Vernetzung von Menschen, Maschinen, Produkten im Produktionsprozess. Ja. Eine zweite wichtige Facette, die Plattformökonomie. Und hier denken wir natürlich im Zusammenhang mit Arbeit vor allem an die Arbeitsplattformen, die von Unternehmen Aufträge annimmt, Arbeit zu zergliedern und dann an eine Vielzahl von Auftragnehmern zu vermitteln, die sogenannte Crowd. Deswegen wird im Zusammenhang hier auch von Crowdworking gesprochen. Und das dritte große Thema, künstliche Intelligenz, also die Verarbeitung von Big Data, von neuartigen und großen, durch Digitalisierung erst ermöglichten Datenmengen, die dann mit Algorithmen berechnet werden. Es gab längere Zeit eine Debatte, ob das eher ein Hype ist, dem wir uns da konfrontiert sehen, oder inwieweit eigentlich Digitalisierung tatsächlich die Wirklichkeit prägt. Ich glaube auch, wir sehen ja einen inkrementellen Wandel als so ein disruptiven Bruch, der häufig mit diesem Hype verbunden wurde. Auf jeden Fall aber sehen wir auch einen tatsächlichen Wandel. Und ich glaube, das liegt daran, dass Digitalisierung eben mehr und mehr zu einem Leitbild ist und Akteure, insbesondere Unternehmen, diesem Leitbild folgen und damit sozusagen die Wirklichkeit konstruieren, mit der wir uns dann konfrontiert sehen. Sodass Digitalisierung eben ein sehr ernstzunehmendes Thema ist aus meiner Sicht. Und die Herausforderung für die Arbeitsregulierung, und der Manfred Wannöffel hatte in seinem Vortrag ja sehr stark auf Regulierungsfragen, gerade mit Blick auf Homeoffice, Teleworking oder mobile Arbeit hingewiesen. Zum einen die negativen Folgewirkungen der Digitalisierung einzudämmen, und aber natürlich auch Chancen der Digitalisierung zu gestalten. Ja? Und das sind sozusagen die doppelten Herausforderungen. Und damit ist Arbeitsregulierung ein Gegenstand dessen, was man als Arbeitspolitik bezeichnet. Ich möchte bei dieser Gelegenheit nochmal sozusagen eine Definition von Arbeitspolitik im Gedächtnis rufen, die von Frieda Naschold ist, der seinerzeit den Begriff in den 1980er Jahren in die deutsche Debatte eingeführt hat, seinerzeit im Anschluss an die britische Tradition der Labour Process Debate, die in den 70er Jahren entstanden ist und sozusagen das Politische in der Arbeit betont hat. Und
und versucht hat herauszuzeichnen, dass die Entwicklung von Arbeit kein determinierter Prozess ist, weder durch Profitinteressen der Unternehmen eindeutig determiniert, noch durch technologische Entwicklung eindeutig determiniert, sondern ich habe gerade den Hinweis, meine Internetverbindung ist instabiler, aber ich hoffe, ich bin noch hörbar, sondern ein eben politisch gestaltbarer, wunderbar, sondern eben ein politisch gestaltbarer Prozess. Ne? Und Arbeitspolitik, so hat das Nascheu zusammen mit Dörr 1992 noch definiert, fragt nach den Entwicklungsbedingungen, Gestaltungsprinzipien und Durchsetzungsformen der Regulierung von Arbeit, unter Einbeziehung unterschiedlicher Interessen der jeweiligen Akteurssysteme. Also wir haben zwangsläufig unterschiedliche Interessen, die dort aufeinander prallen, in der Regel Beschäftigteninteressen und Unternehmensinteressen. Es gibt natürlich auch externe Interessen sozusagen, die relevant werden können, beispielsweise in der Corona-Krise das Interesse der Bevölkerung oder des Staates, bestimmte Arbeitsschutzmaßnahmen einzuhalten oder das Interesse politischer Gruppen, bestimmte ökologische Standards einzuhalten oder diese zu erhöhen. Also Arbeitspolitik ist ein komplexer Gegenstand. Man kann sagen, aber es gibt auf jeden Fall drei Kernmerkmale. Arbeit ist gestaltbar, soziale Akteure mit unterschiedlichen Interessen treffen aufeinander und es besteht eine breite Vielfalt betrieblicher Handlungsfelder und Themen. Und das wird auch schon deutlich, wenn man sich mit der Digitalisierung beschäftigt. Aus meiner Sicht steht die Arbeitspolitik in der mit Blick auf Digitalisierung vor allem vor drei, also Arbeitspolitik von Interessenvertretungen der Beschäftigten, vor allem vor vier zentralen Problemen. Die erste ist, habe ich als Dezentralität und Unübersichtlichkeit der Digitalisierungsprojekte bezeichnet. Wenn man sich so einen Betrieb anschaut und versucht, da die Digitalisierung zu verorten, wird man feststellen, dass es gar nicht leicht ist, weil Digitalisierung findet in 1000 verschiedenen Projekten in den verschiedensten Abteilungen statt. In der Abteilung A wird eine neue Software eingeführt, in der Produktion ein neues Maschinensystem, das digital vernetzt ist. In der Abteilung B wieder eine andere Software oder eine andere Hardware. Also überhaupt erstmal einen Überblick zu bekommen dessen, was Digitalisierung in einem Betrieb heißt, ist schon eine Mammutaufgabe. Und dementsprechend ist es schwierig, das arbeitspolitisch zum Thema zu machen, die arbeitspolitischen Herausforderungen auch zu erkennen. Also was geht damit eigentlich einher? Sind es neue Qualifikationsanforderungen oder gibt es möglicherweise die Gefahr, dass Beschäftigte einen Kompetenzverlust erleiden, weil ihre Tätigkeit einfacher wird? Werden sie deswegen möglicherweise abgruppiert in den Entgeltsystemen? Gibt es neue Kontrollmöglichkeiten der Arbeit durch die neuen digitalen Systeme? Also viele Fragen, die entstehen und die aber ganz schwer zu beantworten ist, weil die Digitalisierung ebenso kleinteilig stattfindet, zumindest ganz häufig. Und damit bin ich auch schon beim zweiten Punkt, der Vielfalt der betroffenen Handlungsfelder, die von Qualifizierungsfragen über Entgeltfragen und mit Blick auf Homeoffice natürlich vor allem auch Arbeitszeitfragen reichen kann, Kontrollfragen, Datenschutzfragen, also ganz viele Handlungsfelder, um die sich arbeitspolitische Akteure nun plötzlich kümmern müssen. Was sie auch früher schon getan haben, aber selten in dieser gebündelten Form, die durch Digitalisierung eben hervorgerufen wird. Und ein drittes Problem ist die Überschneidung mit anderen Herausforderungen. Nur weil es Digitalisierung gibt, sind natürlich die Probleme von Verlagerungen, von Produktionsumfängen, die Vernetzung mit anderen Unternehmen, Wertschöpfungsketten, Probleme der Finanzialisierung, also sozusagen der Renditeorientierung von Unternehmen und ihrer Ausrichtung an kurzfristigen Gewinnen und der Frage, investieren sie auch langfristig und wie kann man langfristige Investitionen fördern? Aber auch und vor allem natürlich die Frage der sozial-ökologischen Transformation, also wie schaffen wir es, die Klimaziele zu erreichen, wie ist das in einem Industrieland wie Deutschland möglich, was muss in der Industrie passieren und so weiter. Also viele Fragen, die ein ganzes sich arbeitspolitische Akteure zu beschäftigen haben. Und der vierte Schwerpunkt das vierte Problem, auf das Manfred Wannhöffel ja auch schon hingewiesen hat in seinem Vortrag, ist die Schwäche und Fragmentierung der arbeitspolitischen Akteure. Ich habe dazu noch mal eine Grafik hier eingefügt. Und die beiden grünen Balken unten zeigen jeweils den Anteil der Beschäftigten, an allen Beschäftigten, die noch so
die sowohl einen Betriebsrat haben, als auch tarifgebunden sind. Im blauen Bereich haben wir die Beschäftigten, die entweder nur einen Betriebsrat haben oder nur tarifgebunden sind. Und im roten, der rote Bereich definiert den Anteil der Beschäftigten, bezeichnet den Anteil der Beschäftigten, die weder das eine noch das andere haben. Und Wolfgang Schröder, der Sozialwissenschaftler, ein Sozialwissenschaftler, hat in diesem Zusammenhang von den drei Welten der Arbeitsregulierung und Arbeitspolitik gesprochen. Die erste Welt, in der die Institutionen, dieser grüne Bereich, eine zweite Welt, in der diese Institutionen noch fragmentarisch sozusagen vorhanden sind, entweder das eine oder das andere und mit sozusagen losen Bindungen. Und eine dritte Welt, in der es weder das deregulierte Welt, in der es weder das eine noch das andere gibt. Und auf dieser Folie lässt sich zeigen, dass diese Welten in den unterschiedlichen Branchen eben sehr unterschiedlich ausgeprägt sind. Wir haben links die Branche, also das verarbeitende Gewerbe. Dort stellt man fest, die erste Welt ist noch relativ stark. Die grünen Balken sind gut sichtbar. Im Bereich Construction, also dem Baugewerbe, stellen wir fest, die zweite Welt dominiert. Die erste Welt ist kaum noch vorhanden. Die dritte Welt ist aber auch schon relativ stark. Im privaten Dienstleistungsbereich ist die dritte Welt die größte dieser drei Welten. Also wir haben diese Drei-Welten-Typologie ist durchaus sinnvoll, um die Entwicklung sich anzuschauen im deutschen System der Arbeitsbeziehungen, aber auch die Verteilung in unterschiedlichen Branchen. Und hinter alledem steht, und das hat Manfred Wannhöfel Vortrag auch, darauf hat er hingewiesen, steht der Organisationsmacht, hier dargestellt in Form des Organisationsgrades. Das muss man gar nicht weiter kommentieren, denke ich. Die Grafik ist eindeutig. Und dieser Rückgang erklärt beides. Sowohl den Rückgang der Tarifbindung, weil die Gewerkschaften immer weniger in der Lage sind, Arbeitgeber dazu zu zwingen, auch im Tarifvertrag zu bleiben. Also das Fehlen der Gewerkschaft oder nur schwache gewerkschaftliche Vertretung es ihnen ermöglichen, entweder die Arbeitgeberverbände zu verlassen oder in einen Arbeitgeberverband ohne Tarifbindung zu wechseln. Und zum anderen sind Gewerkschaften eben auch die Treiber der Gründung von Betriebsräten in den Betrieben. Und je schwächer die Gewerkschaften dort verankert sind, umso weniger werden Betriebsräte gegründet. Der Rückgang der Betriebsratsbindung ist ja vor allem ein Gründungsproblem. Es ist ja kaum so, dass ältere, also dass Betriebsratsgremien sich auflösen, sondern es ist in der Regel so, es gibt neue Betriebe und es gelingt nicht, dort Betriebsräte zu verankern. Und ohne gewerkschaftliche Organisationsmacht ist das auch unglaublich schwierig und es gibt eben nicht mehr diesen treibenden Faktor, der das unterstützen kann. Deswegen ist aus meiner Sicht das so, dass sozusagen die arbeitspolitische Gestaltung der Digitalisierung und die Eindämmung möglicher negativer Folgen ganz wesentlich davon abhängt, also arbeitspolitische Akteure in ihrer Handlungs- und Strategiefähigkeit zu stärken. Also vor allem eben Betriebsräte und Gewerkschaften. Bei den Unternehmen muss man das weniger, die sind handlungsfähig in der Regel. Und mit Blick auf die Gewerkschaften wäre das erste Thema eben Revitalisierung der Gewerkschaften. Die große Debatte um Organizing ist wahrscheinlich bekannt. Und Organizing ist deswegen auch im deutschen Kontext so wichtig, aus zwei Gründen wichtig. Zum einen, weil über Organizing eben Mitglieder geworden werden, im Idealfall erfolgreich, und mit diesen Mitgliedern auch Betriebe, in denen es keine gewerkschaftlichen Vertretungen mehr gibt, neu erschlossen werden können. Deswegen nennt die IG Metall ihr Organizing-Konzept auch Erschließungsprojekte. Und das wiederum ist aber deshalb auch wichtig, weil am Ende eines solchen Organisationsprozesses in der Regel dann die Gründung eines Betriebsrats steht. Das ist sozusagen der sichtbare, institutionalisierte Erfolg eines Organizing. Ein zweites Element ist die Beteiligung von Mitgliedern und Beschäftigten. Die Gewerkschaften in Deutschland werden mehr und mehr zu, man könnte sagen, Beteiligungsgewerkschaften, weil sie erkannt haben, dass die Beteiligung der Beschäftigten ihre Legitimation stärkt. Aber Beteiligung hat noch einen wichtigen anderen Aspekt, nämlich
Sie können Beschäftigte auch als Experten ihrer Arbeit ansprechen. Und gerade im Umgang mit Digitalisierung ist das wichtig, weil wer kennt seine Arbeit und die Veränderungen durch Digitalisierung, die Einführung neuer Software und so weiter und die Herausforderungen, die in der Arbeit dadurch entstehen oder die Probleme, die entstehen, besser als die Beschäftigten selbst. Also die Beteiligung der Beschäftigten ist sehr wichtig. Und als drittes, das, was ich als Aktivierung der Betriebsräte bezeichne. Klassischerweise, natürlich haben Gewerkschaften und Betriebsräte schon lange ein sehr interaktives und enges Verhältnis. Zumindest die organisierten Betriebsräte, gewerkschaftlich organisierten Betriebsräte, die die weite Mehrheit der Betriebsräte auch ausmachen in den Betriebsratsgremien. Klassischerweise haben Gewerkschaften häufig darauf gewartet, dass Betriebsräte sie fragen, ob sie bei einem bestimmten Problem helfen können. Und mit Aktivierung der Betriebsräte meine ich, dass die Gewerkschaften nun aktiver auf die Betriebsräte zugehen, ihrerseits versuchen, den Betriebsräten Kompetenzen zu vermitteln, die sie brauchen, um mit den neuen und Handlungsstärke, die sie brauchen, um mit den neuen Herausforderungen, die ja sehr komplex und vielfältig sind, umzugehen. Ich komme gleich auf so ein Aktivierungsbeispiel abschließend noch zurück. Und trotzdem braucht es noch mehr. Die Gewerkschaften können nicht alles alleine schaffen. Wir haben ja gesehen, sie sind schwächer und schwächer werden heißt auch, man hat weniger Ressourcen. Und das große Paradox und das große Problem ist ja in Deutschland, dass eigentlich der Handlungsbedarf dort am größten ist, nämlich im privaten Dienstleistungsbereich, wo die Gewerkschaften mit Blick auf ihre Organisationsmacht mit Abstand am schwächsten sind. Also im verarbeitenden Gewerbe sieht es noch anders aus. Ne? Aber hier haben wir natürlich ein Problem. Und deswegen ist die Unterstützung durch den Gesetzgeber inzwischen immer wichtiger geworden. Das gilt mit Blick auf die Entgeltfindung. Ich erinnere an die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns und solche Maßnahmen, die inzwischen erforderlich geworden sind. Es gilt aber auch mit Blick auf die Unterstützung der Betriebsräte. Und Manfred Wannhöfel hat ja den Referentenentwurf des Bundesarbeitsministeriums, den aktuellen, hat darauf hingewiesen. Da ist die Erweiterung der Mitbestimmung, Information, Beratung über digitale Projekte und auch das Mitbestimmungsrecht bei der inhaltlichen Ausgestaltung von Homeoffice sehr wichtige Punkte. Aber ganz wichtige Punkte sind auch, und die stehen auch in diesem Referentenentwurf, die Förderung der Betriebsratsgründung. Insbesondere dadurch, dass Betriebsratsgründer rechtlich besser geschützt werden sollen, als das bisher der Fall ist. Denn da gibt es immer noch Probleme und aber auch Erweiterung der Qualifizierung der Qualifizierungsmöglichkeiten für Betriebsräte und aber auch der Mitbestimmung bei Qualifizierungsmaßnahmen. Ich möchte jetzt abschließend auf ein Projekt kurz, der Manfred Wannhöfel hat es angesprochen, das Projekt Arbeit 2020 in NRW, ein gewerkschaftliches Projekt der IG Metall, der Gewerkschaften NGG und der IG BCE, kurz hinweisen, als ein kleines Flashlight sozusagen, an dem man zeigen kann, was so möglich ist und was gemacht wird. Das ist aber bei weitem nicht die Bandbreite der Probleme oder der Herausforderungen abdeckte, die ich versucht habe aufzuzeigen. Also der ganze Bereich des Crowdworks und so wird mit dieser Art von Projekten nicht erfasst. Es gibt andere gewerkschaftliche Projekte, die sich darum kümmern, aber das ist nichtsdestotrotz natürlich nochmal ein völlig anderer Bereich. Aber in diesem Projekt Arbeit 2020 in NRW geht es darum, dass die teilnehmenden Gewerkschaften versuchen, Betriebsräte zu unterstützen, ihnen Kompetenzen zuzuführen, ihnen Verhandlungsfähigkeit zuzuführen bei der Frage, wie gehen wir mit arbeitspolitischen Herausforderungen der Digitalisierung um. Dazu wurden Projektteams gebildet aus Projektsekretärinnen und gewerkschaftsnahen Beraterinnen. Beratung ist hier wichtig, das ist sozusagen die fachliche Kompetenz. Die Projektsekretärinnen der Gewerkschaft bieten sozusagen sowas wie Machtressourcen, die nutzbar sind in diesen betrieblichen Prozessen. Die Beraterinnen fachliche Kompetenz und vor allem auch die methodische Kompetenz, Beschäftigte mit einzubeziehen bei der Frage, was passiert eigentlich in der Digitalisierung im Betrieb und welche Herausforderungen haben wir dabei? Und dies geschieht alles in Workshops, die mit Betriebsräten durchgeführt werden in den Betrieben, mit eben diesen Projektteams und in denen die Betriebsräte dann zusammen mit Beschäftigten, die aus unterschiedlichen Abteilungen der Betriebe dann eingeladen werden, versuchen, eine Landkarte der Digitalisierung zu zeichnen. Ich habe so eine Landkarte hier mal aufgezeigt. Da sieht man den Betrieb, man sieht die unterschiedlichen
Man sieht die unterschiedlichen Abteilungen eines Betriebes. Das kann natürlich dann individuell gestaltet werden, diese Karte. Das ist jetzt erstmal nur sozusagen eine Standardkarte, ne? Und dann versucht man dort herauszufinden, wie ist eigentlich der Stand der Digitalisierung in unterschiedlichen Abteilungen, was gibt es da alles, und B, wie sind die Auswirkungen auf Beschäftigung, auf die Arbeitsanforderungen und auf die Arbeitsbedingungen. Also da sitzen dann Betriebsräte und Beschäftigte 3 bis 4 Tage komplett zusammen und versuchen, diese Karte auszufüllen, um sozusagen einen Überblick zu bekommen, was passiert hier eigentlich. Und vielfach hat man dann von den Unternehmensleitungen gehört, dass das ein wirklich gutes Projekt ist, weil das einen Überblick verschafft, den sie selber nicht haben. Und es entstand auch schon die Frage, warum macht jetzt die Gewerkschaft, warum entwickelt die sowas und nicht unser Arbeitgeberverband? Also das ist etwas, was die Kompetenz der Betriebsräte über Fragen der Digitalisierung in ihrem Betrieb wirklich schärft und ausweitet. Und auf dieser Grundlage wird dann versucht, arbeitspolitische Handlungsfelder zu thematisieren. Also wo brennt es denn jeweils dann? Sind es Entgeltfragen, sind es Arbeitszeitfragen, sind es Datenschutzfragen, sind es Kontrollfragen, sind es Qualifizierungsfragen, die in der Regel sehr wichtig sind? Wo brennt es? Und mit diesem Befund sozusagen geht man dann, oder ist die Absicht, ja, und es ist vielfach auch gemacht worden, geht man dann eben zu den Unternehmensleitungen und die auch vorher eingewilligt haben, dass sie an dem Projekt auch mit teilnehmen, ne, geht man hin und versucht mit denen eine Zukunftsvereinbarung auszuhandeln. Zukunftsvereinbarung heißt eine Vereinbarung, in denen irgendwie diese Themen auftauchen und die es den Betriebsräten ermöglicht, dort Beratung, Informationen oder möglicherweise auch Mitbestimmungsmöglichkeiten jenseits der Grenzen des Betriebsverfassungsgesetzes in der Regel dann auszuhandeln. Und in nicht wenigen Fällen ist es auch gelungen. Und dann ist natürlich die letzte große Herausforderung, und damit will ich meine kurze Ausführung auch schließen, die Umsetzung der Vereinbarung. Wenn man eine Vereinbarung, man kennt das auch aus Arbeitszeit, bei Arbeitszeitregelungen, aber auch bei Homeoffice-Regelungen. Es gilt für alle Regulierungen überhaupt. Wenn man eine Vereinbarung abgeschlossen hat, ist das schön und gut. Aber die eigentliche Arbeit beginnt dann erst, nämlich die Umsetzung zu gestalten, zu kontrollieren, zu monitoren, Probleme zu lösen und so weiter. Und das ist eine aktive Arbeit, die den Betriebsräten dann auch bevorsteht. Also der Fluch der guten Tat sozusagen. Also wenn man sich mal mit dem Thema beschäftigt und wenn man auch erfolgreich war dabei, das zu regulieren, dann beginnt der nächste Arbeitsschritt, nämlich diese Regulierung auch praktisch wirksam werden zu lassen. Ja, damit möchte ich meine kurze Einlassung enden. Ich habe viele Fragen unbeantwortet gelassen, beispielsweise die Frage des Umgangs mit Plattformarbeit. Aber das ist ja vielleicht auch etwas, was man in der Diskussion oder in der weiteren Diskussion noch besprechen kann. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Thomas. Das war sehr interessant, auch nochmal Einblick in eure Arbeit zu bekommen und die Projekte, die sich dann mit Digitalisierung auch fernab von Corona befassen. Insbesondere, weil Manfred ja auch meinte, das ist eigentlich eine Forcierung. Corona ist eigentlich eine Forcierung dieser Trends, die es damals schon gab, auch vor Corona. Unsere Zuschauer sind im Chat noch etwas zurückhaltend, obwohl ich wirklich gespannt bin und ich bin wirklich interessiert daran, ob der ein oder andere auch seinen Arbeitsplatz durch Corona und aufgrund von Corona verändert hat sozusagen, also jetzt in Heimarbeit tätig ist und das vorher nicht war. Und wie das denn organisiert wurde, das würde mich wirklich interessieren. Gab es da auch Angebote vom Betriebsrat vielleicht, wie man sich selbst zu organisieren hat, weil es wurde ja vieles, wenn es so war wie bei uns an der Uni, sehr ad hoc auf einmal entschieden und auf einmal waren dieses gemeinsame Arbeiten aufgelöst und wie Manfred richtig gesagt hat, damit kann das Individuum besser oder schlechter umgehen und benötigt dann vielleicht auch Unterstützung vom Arbeitgeber, vom Betriebsrat, vom Team, Reflexionen und so weiter. Und mich würde interessieren, an unsere Zuschauer gerichtet, wie ist da Ihre Erfahrung? Gab es da was? Tauschen Sie sich da regelmäßig aus? Nutzen Sie gerne unseren Live-Chat, um Fragen zu stellen, Erfahrungen zu teilen. Wir gehen da nachher noch drauf ein, aber sonst würde ich jetzt erstmal sagen, diskutieren wir hier den Vortrag beziehungsweise beide Vorträge und lassen den Zuschauer noch etwas Zeit,
ihre Scheu zu überwinden. Ja, vielen Dank für beide Vorträge. Ich fand beide super interessant. Und vielleicht hat ja jemand in der Gruppe schon mal Fragen, abgesehen von mir. Manfred, magst du vielleicht noch was zu Thomas sagen? Erstmal ganz herzlichen Dank, Thomas. Das war nochmal eine super Zusammenfassung der Projekte, die er gemacht hat, auch parallel zu unseren Projekten, die wir durchgeführt haben. Aber ich wollte bereits auf Selina eingehen. Wir hatten ja in der letzten, vor 14 Tagen, die Frau Professor Kluge, Arbeits- und Organisationspsychologin, die hat ja auch sozusagen über dieses Phänomen gesprochen und die hat doch ganz interessante empirische Daten auch präsentiert, dass insbesondere da, wo vorher schon Vertrauen im Team war, sozusagen eine gute Teamkultur sozusagen, also wenig sozusagen Stress im Team und eine gute Zusammenarbeitskultur, dass das auch dann sozusagen im Bereich orts- und zeitflexiblen Arbeits verlängert werden konnte. Also da, wo es vorher schon gut war, ging es dann auch dann besser. Und das war so ihre These. Und das entsprach ja auch so ein bisschen der Umfrage sehr punktuell. Wir haben noch lange auch im Team darüber diskutiert. Diese Umfragen sind ja immer sehr punktuell. Jetzt auch von Fraunhofer im letzten Jahr. Die haben ja auch sehr stark sozusagen auf diese Vertrauenskultur gesetzt. Aber wenn ich so an unser Team denke, die Erfahrung, unsere Erfahrung stimmen eigentlich mit den empirischen Untersuchungsdaten von Frau Kluge sehr überein. Und das entspricht auch sozusagen der These sozusagen von der Fahrtabhängigkeit von Reorganisation, also Ittermann, Hirsch-Greinsen, auch jetzt Thomas nochmal genannt. Also wie vorher sozusagen mit Reorganisation umgegangen ist, also wie Beschäftigte vorher eingebunden worden sind in Themen. Also Reorganisation beschäftigt uns sozusagen seit 30 Jahren mindestens. Also, ne, also gerade die Frage von nicht von Technik, sondern insbesondere was Lean Production etc. anbetrifft. Und die Erfahrungen, die dort gesammelt worden sind, sind natürlich auch für heute maßgeblich. So gehen die Menschen auch miteinander um. Wenn vorher der Betriebsrat die Beschäftigten eingebunden war und der Gesetzgeber hat ja 2001 mit Veränderungen 28a etc. auch darauf reagiert, also dementsprechend auch Beschäftigte einzubinden. Und so sehe ich das auch. Und ich denke, was ich versucht habe, nochmal darzustellen, die Unternehmen, die sehr frühzeitig jetzt orts- und zeitflexibles Arbeiten reguliert haben, also Telearbeit, mobiles Arbeiten, die sind sozusagen auch besser unterwegs, so auch jetzt unsere Experten sozusagen aus der IKT-Branche etc., als eben möglicherweise Unternehmen, die eben Misstrauenskulturen an sich an den Tag gebracht haben. Und das ist so ein bisschen das, was wir eigentlich gelernt haben. Deshalb stimme ich der These des inkrementellen und fahrtabhängigen Reorganisationspfades zu. Und das wird sich durch Corona nicht verändern, sondern das wird eher fortgeführt. Vielleicht darf ich noch was ergänzen. Also jetzt auf die Frage von Selina Schön. Ich denke, dass insbesondere dort, wo solche Regelungen jetzt neu eingeführt werden oder wo es eingeführt wird ohne Regelung, wie auch immer, Homeoffice, dass dort es natürlich schwer ist, auch für Mitbestimmungsakteure das zu begleiten, weil ja die üblichen die Austauschprozesse, der Kommunikationsprozess ist ein völlig anderer und man kann nicht mal eben beim Betriebsrat im Büro vorbeigehen, sondern man müsste um ein digitales Treffen bitten und so. Also auch von der anderen Seite her, von der Seite der Betriebsräte her, die Kommunikation mit den Beschäftigten ist unglaublich erschwert, ne? Und dieses Szenario einer beteiligungsorientierten Mitbestimmungspolitik ist unglaublich schwer durchzusetzen und umzusetzen zurzeit, sodass das die Neueinführung guter Homeoffice-Praxis extrem erschwert, würde ich sagen. Meine Vermutung wäre, es funktioniert dort gut, wo es früher auch schon funktioniert hat, weil man eben diesen Pfad hatte und Beschäftigte, Mitbestimmungsakteure, Führungskräfte das Vertrauen hatten, dass es eben, dass alle das im wechselseitigen, zum wechselseitigen Nutzen machen. Das ist im anderen Fall eben bei Neueinführung, und wir haben das jetzt auf relativ breiter Front, in weit größerem Umfang als früher, ist das eben nicht unbedingt zu erwarten. Ne? Und das erschwert eben für alle Akteure den Umgang damit. Das ist also doch so ein wichtiger Corona-Impuls, würde ich sagen, oder Corona-Erschwernis, das eindeutig hier entstanden ist.
Ja, ich glaube auch, also meine Erfahrung mit Mitbestimmungsvertretern, wir haben selber leider keinen Betriebsrat in unserer kleinen Firma, aber zeugt ja auch davon, dass da sehr, sehr viel auf einem informellen Weg passiert, ja, dass man sich eben in Pausen austauscht und dann ins Gespräch kommt und wie du meinst jetzt, ne, diese Nähe zur Belegschaft fehlt natürlich, um da auch beratend tätig zu sein. Und das, aber das ist ja nicht nur in der Betriebsratstätigkeit ein Problem, sondern auch innerhalb von einem Kollegium und so. Und da ist ja sowieso die Frage, wie können Unternehmen da Strukturen schaffen, ne? Und da gibt es ja immer mal so die informelle Kaffeepause digital. Aber ich habe das Gefühl, auch wenn ich da in vielen Unternehmen da jetzt Konzepte schon von gehört habe, dass sich da nie sowas richtig durchgesetzt hat, oder? Also es kann das nicht so richtig ersetzen, habe ich das Gefühl. Egal welches, kennt ihr da noch andere Modelle und irgendwas, wovon ihr wirklich überzeugt seid? Nein, das wird sicherlich schwer. Ich habe ja mit dem Tarifvertrag Telearbeit von 2016 versucht, auch darzustellen. Es gibt Beispiele, also auch Gewerkschaften Zugang kamen auf Intranet. Thomas und ich mit Fabian Hose, wir haben auch versucht, auch mal wieder Projekte zu konzipieren, die genau eben diese digitalen Infrastrukturen für Betriebsräte in den Vordergrund stellen, vor dem Hintergrund eben orts- und zeitflexiblen Arbeiten. Es gibt eben Beispiele. Es gibt Beispiele für interne Kollaborationstools, die auch genutzt werden. Es gibt auch einen KWR-Vorsitzenden der Telekom, der sogar vor anderthalb Jahren einen Preis bekommen hat, der Demokratie, die in dem internen Netz sozusagen der Kommunikation rechtsradikale sozusagen Chats etc. oder Äußerungen rausfiltriert haben. Und dafür hat er richtigerweise einen Preis für Demokratie bekommen. Das gibt es. Und ich habe jetzt auch nochmal die Betriebsvereinbarung mobiles Arbeiten nochmal dargestellt, also wo es auch so eine Kultur, so einen paritätischen Lenkungsausschuss geht, um genau diese Erfahrung aufzuarbeiten. Und da bin ich auch nah dran bei Sie, wie eine Pfeiffer. Wir haben geschwächte Arbeitsbeziehungen, aber wir brauchen diese Best-Practice-Beispiele. Wir brauchen sozusagen diese Unternehmen, die vielleicht noch über einen hohen Organisationsgrad verfügen, über eine sehr starke organisationale Macht. Wir kennen ja all diese Power-Ressource-Theorien etc., sind ja leicht dahingeschrieben, aber das erstmal zu organisieren. Und wir brauchen halt diese Beispiele, um zu darzustellen, auch für Betriebe, die vielleicht geschwächt sind im Service-Sektor etc., Plattform. Mhm. Wir kennen die Auseinandersetzung bei Amazon. Wir kennen momentan den Kampf der Belegschaft in Amazon, eine Gewerkschaft einzuführen, um mit diesen Beispielen zu untermauern. Wir haben diese, wir können davon lernen etc. Und das war ja auch so ein bisschen, was ich versucht habe darzustellen. Also wenn wir uns mit diesem populären Begriff Homeoffice rumschlagen, ne, dann kommen wir nicht weiter, sondern wir müssen dahinter gucken und wir kommen sozusagen auf Regelungen der Heimarbeit, ne, die ja nicht verschwunden ist. Ich habe gesagt, Masken werden heute genäht von Näherinnen zu Hause, reguliert. Wer kennt nicht den Bundesmontagetarifvertrag, ne, der ne, sozusagen, also wo also Montage, also mobiles Arbeiten über einen Tarifvertrag reguliert wird. Davon kann man lernen. Das heißt nicht, hat der Thomas Heifert ja völlig recht, also es reicht nicht, Betriebsvereinbarungen zu sagen, abzuheften, in die Schublade zu tun, dann hat sich das erledigt. Dann fängt erst eigentlich die Arbeit an des ständigen Umsetzens und der Kontrolle. Und das macht eben diesen Typus, was ja auch unsere Claudia Niewert dann auch mal sozusagen in der Evaluierung festgestellt hat, diesen proaktiven Betriebsratstyp aus, wenn man schon, der eben proaktiv auf Probleme sozusagen selber erarbeitet und dann auf den Arbeitgeber, auf das Management zugeht in Richtung zu. Deshalb war das Projekt ja auch so wichtig, 2020 mit den Zukunftsvereinbarungen. Deshalb habe ich es ja auch nochmal aufgenommen. Also jetzt anzugehen, was jetzt gerade passiert, also New Work ist ja ein Konzept von 74, Friedrich Bergmann, jetzt heißt es New Work Normal, also sozusagen, dass eben Konzepte davon zur Normalität werden. Jetzt dazu sich zusammenzusetzen und zu überlegen, wie kann man Beschäftigung so gestalten, dass sie lange, aber auch qualitativ und vor allem nicht krank und uns entschädigt. Jetzt zu gestalten, ist eine Riesenaufgabe,
vor dem, was jetzt vielleicht in unseren nächsten Projekten, Thomas und ich, wir werden ja ab 1.4. in einem großen Projekt Humane zusammenarbeiten, zusammen mit dem Institut für Arbeitswissenschaften und mit der Neuroscience zusammen, wo es ja eigentlich darum geht, diese neuen KI-Arbeitsplätze, Algorithmen etc. mit ethisch, sozial so zu gestalten, dass eben dieser Zusammenhalt in den Belegschaften nicht weiter eben diffundiert. Und das ist die große Herausforderung, vor der auch die Gewerkschaften stehen. Wenn ich gucke heute mal in die Süddeutsche, Günter Schneider, ehemaliger Geschäftsführer von Arbeit, der hat mir das heute Morgen nochmal extra für die Vorlesung nochmal rübergesandt etc. Also für welchen Herausforderungen die stehen. Und der Gesetzgeber hat darauf reagiert mit einigen Änderungen, aber das ist noch lange nicht ausgekämpft, dass das auch stattfinden wird. Wichtig ist eben, dass wir als Wissenschaftler eben hinter diesen populären Begriffen dahinter gucken müssen und sagen, also was ist eigentlich regulierbar, was ist schon reguliert, was können wir lernen, auch für zukünftige Gestaltung und die Digitalisierung jetzt auch mit KI vor dem Hintergrund, auch natürlich China und USA, also machen wir uns ja nichts vor. Hier spielt ja nicht die Musik sozusagen eben dieser KI-Technologien, wird uns vor riesige Herausforderungen stellen der Regulierung. Und da ist Corona ein Trendbeschleuniger. Und ich denke auch, dass Fabian Hohe in dem Buch, was er herausgebracht hat, Arbeitspolitik in digitalen Zeiten, sich auch junge Wissenschaftler jetzt auch mit Plattformökonomie, mit Crowdworkern auch beschäftigen. Thomas hat ja auch dazu veröffentlicht etc. Heute Nachmittag haben wir in dem Hauptseminar auch nochmal diskutiert, ist diese Wandlungsdynamik, also die erste Frage, die hat sich unglaublich beschleunigt. Die Themenvielfalt hat sich sozusagen unheimlich erweitert und die Herausforderung für die Qualifizierung von Betriebsräten und für Betriebsräte, auch Personalräte und Personalrätinnen, ist enorm gewachsen. Ja, aber ich fand interessant, was du gesagt hast, dass die Aufgabe der Wissenschaft jetzt auch ist, vielleicht diese Best-Practice-Beispiele auch zu sammeln und da auch einen Ankerpunkt zu setzen, ne? Weil ich glaube, das wäre jetzt auch wichtig, also dass die Gewerkschaften da auch natürlich zu dienen und sich die Betriebsräte untereinander auch vernetzen und davon lernen, was es eben schon gibt, wie du meinst. Deswegen ja auch so wichtig, diesen Begriff mal zu hinterfragen. Und ich fand auch, ich habe mir auch aufgeschrieben, diesen Begriff des Kulturteams fand ich zum Beispiel auch schon eine total interessante Idee. Also, dass man von Anfang an sagt, man reflektiert in regelmäßigen Zeiträumen und schaut, ob eben sich diese Arbeitskultur auch zum Beispiel im Digitalen aufrechterhalten lässt oder unterstützen lässt. Und genau. Ja, finde ich eine total gute Idee. Und ich glaube, das ist auch für die Leute, die uns jetzt zusehen, eine Inspiration und für die Betriebsräte, die ich auch nochmal extra angeschrieben habe, dass sie sich das anschauen sollen. weil warum immer gleich das Rad selbst neu erfinden? Besser mal schauen, was es schon gibt oder was auch andere machen und sich dann eben austauschen, was gut funktioniert. Richtig, also wir haben bei uns die Projekte schon, Forschungsprojekte legen wir häufig darauf aus, dass wir versuchen, Muster einer guten Regulierungspraxis zu identifizieren, in unterschiedlichen Bereichen, Digitalisierung, Arbeitszeit, Entgelt, das kann alles Mögliche sein. Und um zu zeigen, wie es funktionieren kann, also welche Strategien die Akteure verfolgen, die das erfolgreich machen, aber auch unter welchen Bedingungen das erfolgreich sein kann und welche Bedingungen für Erfolg sehr abträglich sind. Und das, glaube ich, ist in Zeiten, in denen es nicht mehr selbstverständlich ist, dass die Dinge reguliert werden, zum Vorteil von Beschäftigten auch, ist das, glaube ich, eine wichtige Aufgabe. Genau. Das glaube ich auch, ja. Ja, da haben wir zukünftige Projekte, die wir dann eben auch zusammen angehen, auch vielleicht mit der Akademie. Wir machen ja am 18. nochmal eine Abschlussveranstaltung, wo wir dich auch nochmal gern zu einladen. Also was folgt da eigentlich raus? Welche Forschungskooperationen auf der Ebene der Ruhrgebietsuniversitäten, aber auch welche Weiterbildungsaktivitäten mit Mitbestimmungsakademie etc., Fortführung mit der Akademie, zusammen mit Arbeit und Leben, was wir auch gemacht haben, sind ja jetzt wirklich Themen, die einfach durch nochmal richtig nach oben gekommen sind, dass wir gar nicht ausruhen dürfen, sondern einfach weitermachen müssen in diesem Engagement, also Wissenschaft in gesellschaftlicher Verantwortung betreiben. Das
wir die Menschen auch mitnehmen müssen, qualifizieren, dass sie eben diesen dynamischen Wandel, und Thomas hat es ja nochmal gesagt, Globalisierung, sozial-ökologische Transformation, die Themenvielfalt ist ja enorm, die uns sozusagen hier begleitet. Wir sitzen ja selber, die Akademie und ich, sozusagen im O-Werk, ehemalige Open-Verwaltung etc. Also das ist ja eine Riesentransformation, die sich da vollzieht, und die nächste Beschäftigungsgeneration mit VW Infotainment, mit Max Planck Institut etc., das sind eben nicht diese Blue-Collar-Workers etc., das sind einerseits diese White-Van-Workers, die von die DHL-Leute, die da rein und raus ruschen und den Online-Handel nach oben pushen, aber sind eher in der Mehrheit wird's akademisch gebildete Arbeitnehmer sein, die eben meine Zahl nochmal in die Runde zu bringen vom letzten Jahr. Volkswagen, Organisationsgrad bei Volkswagen, Thomas hat es angesprochen, produzierender Sektor, über 90% Volkswagen organisierte. VW Infotainment in Bochum, 0,9% organisiert. Ne, das ist ne, also, ne, weil natürlich da sozusagen das Voice bei den Beschäftigten liegt etc. Und das ist eine Riesenherausgabe für die zukünftige Entwicklung, weil machen wir uns nichts vor, die Stärke der Sozialverfassung, die wir haben und die uns auch jetzt zumindest in der ersten Phase der Corona-Pandemie ausgezeichnet, ist sozusagen diese Dualität, dass an sich die Stärke kommt von den Betrieben raus, von den Regulierungen raus. Und diese unterschiedlichen Interessen werden eben auf der mittleren Ebene durch Tarifverträge ausgeglichen. Und darüber steht auch der Staat, der mit Arbeitszeitgesetz, Arbeitsschutzgesetz und Arbeitsstättenverordnung das versucht, die Planken zu geben. Und wenn die betriebliche Organisation, also wenn die sozusagen die strukturelle Power diffundiert und nicht mehr da ist, dann werden auch die anderen, ist wie so ein Mobile, wird das auch anders, dann wird das, die Republik wird anders aussehen. Ja, der Strukturwandel im Ruhrgebiet, der uns begleitet, war eben sehr begleitet, institutionell. Aber der nächste Wandel, wenn das nicht funktioniert auf der Betrieb, wird eben anders aussehen und der wird nicht besser aussehen, sondern da bedarf es einer Menge Anstrengung, diese Institutionen zu halten, zu qualifizieren und möglichst auch auszubauen in die Bereiche, die sich bei uns herum jetzt ansiedeln werden, um das O-Werk etc. Ja, sehr wahre Worte, auf jeden Fall. Das, also, ja. Man hat da noch sehr viele Herausforderungen. Ja, ich würde sagen, dann nochmal herzlichen Dank, Thomas, und herzlichen Dank, Manfred. Ja. Und du hast es gerade schon gesagt, wir sind in der nächsten Woche am Donnerstag nochmal mit allen Rednern, die Zeit haben, im Rahmen dieser Reihe verabredet, um auch deren Themen nochmal aufzugreifen und dann intradisziplinär zu diskutieren. Da freue ich mich sehr drauf. Das wird, glaube ich, sehr spannend. Und wir haben ja diese Reihe vor und nach der Corona-Krise genannt, sehr optimistisch damals, weil wir davon ausgegangen waren, dass es vielleicht im Februar eine ganz andere Situation ist. Und deswegen glaube ich auch, wie du schon meintest, Manfred, es macht wahrscheinlich durchaus Sinn, diese Diskussion, auch diese Vorträge vielleicht auch fortzuführen und zu überlegen, welche Herausforderungen da noch weiter auf uns zukommen. Weil es haben sich jetzt immer so viele Fragen ergeben und das wird sich in der nächsten Woche auch eben zeigen, wie dynamisch die Situation ist und wie viel wir da immer wieder darauf reagieren müssen. Deswegen halte ich das durchaus für realistisch, da weiter im Gespräch zu bleiben und weiter zu diskutieren. Und daher möchte ich auch alle Zuschauer herzlich einladen, an dieser Stelle sozusagen, also auf unserem Kanal, auch nächste Woche dann wieder dabei zu sein. Da wird es wird es keine Vorlesung geben, sondern ein interaktiveres, moderiertes Gespräch. Da bin ich sehr gespannt. Ja, herzlichen Dank auch nochmal von meiner Seite. Herzlichen Dank an Andrea, an Theresa für das Backup, für die Organisation. Herzlichen Dank, Selina, für die wunderbare Moderation und Thomas für den wunderbaren Kommentar. Und ich denke, wir sind alle in Kontakt und hoffen, bleiben Sie zuversichtlich und vor allen Dingen gesund. Bis bald. Danke auch nochmal für die Einladung und wünsche auch alles Gute. Alles Gute. Bis bald. Bis bald.